Noch niemand auf, Emma? Gerade war es 8, Herr Seidenschnur. Doch sind Sie dringend schon lebendig. Herr Seidenschnur, Schnuck, wie heißt's jetzt? Gib dein Mäulchen. War's schön gestern Abend? Charmante Angelegenheit bist du. Die Fotografien bringe ich. Sie sind geworden. Was sagst du zu der? Das Fräulein Tante, wie es leibt und lebt. Wäre meine gesamte Klientel so leicht wie du zufrieden. Kleine, reizende Person. Heute Abend zur 7 Stunde, wenn's gefällt. Aber die Herrschaft kommt von der Hochzeitsreise heim. Vormittag, soviel ich weiß. So wird bis zum Abend die Ruhe wiederhergestellt sein. Das junge Paar war kaum 8 Tage fort au bord du Rhin. Du lächelst heute? Weil Sie sagen, das junge Paar, er mit 47 Jahren. Dafür bist sie kaum 20. Das ist eine. Was für eine, was weißt du? Räume ich nicht seit 4 Jahren ihre 7 Sachen ab? Was die in Schubladen, Kasten hat. Ei, hat sie? Bänder, Blumen, Parfum und falsche Haare dazu. Schon als ihre Schwester, Herr Professors erste Frau, noch lebte. Schwämme, einen Korb voll, 3 Waschschüsseln. Eine auf Beinen. Und wie sie hinter ihm her war, als die erste noch lebte, pfui. Gut, und gibst die Bilder an das gnädige Fräulein. Damals wohnte sie Tür an Tür mit ihm. Schickte sich das für ein junges Mädchen? Letzter Zöhnchen. Auf Wiedersehen, heute Abend, au clair de lune. Komm im blauen Blüschen. Steht es mir? Entzückend. Doch davon später. Und die Bilder an Fräulein Treu mit Empfehlungen von Seidenschnur entnehmen. War das nicht Seidenschnur? Himmlisch träumte ich, als ich zu baden in einen See stieg, stand singend ein Mann im Sonnenschein aufrecht darin. Träumst du schon solche Sachen? Zieh dich mit 17 Jahren besser an. Hätte ich ein Bau wie die, ist mein Bau gut, wie man sich trägt. Dafür ist deine Stiefmutter Muster. Mit Kleidern und Krimskrams hat sie Vater umgarnt, ihn bis ins Mark mit Liebe vergiftet, wie Tante sagt. Seine Briefe von der Reise, die von ihr glühen, seien ein Verbrechen an mir. Doch ich verachte solche Kniffe schon recht. Himmel, die Girlande muss über die Tür. Seelengemeinschaft soll ihr sein. Doch nicht darf einer den anderen mit Haut und Haar fressen, wie Fanny es mit Vater tut. Ich hasse sie. Und vor Tante soll sie sich in Acht nehmen. Mhm. Sitzt es? Herzlich muss tiefer. Auf ein Pulverfass kommt sie hier zu sitzen. War es die Bombe, die die Tante in ein schwarzes Tuch gewickelt gestern Abend heraufschleppte? 1¼ Zentner wog es, fühlte sich an wie ein Kasten, eine Kassette. Ehe sie sich wieder zu Tod ärgere, nicht einen Tag warte sie damit. Die Miene flöge auf, Donner! Bedenk, was Tante mit ihm hingab. Mutter ließ ihr gänzlich freie Hand im Haus. Hätte mein Mutchen nur geahnt, wie es kommen würde. Tante hat sie unaufhörlich vor Fanny gewarnt. Noch auf dem Sterbebett ließ die Mutter keine Ruhe. Hub davon an, wenn es Gott wirklich gefiele, sie abzurufen, was denn mit Vater ihr Wille sei. Und Mutter lächelt. Grässlich. Bitter? Lieblich. Milde des Todes schwebte über ihr. Da gelobte ich heilig im Kampf für meine gute Mutter mit Tante Schulter an Schulter gegen Fanny zu stehen. Und was sagst du zu den Bildern? Er ist ein gottbegnadeter Künstler. Habe ich dir überhaupt gesagt? Der Mann im Wasser sah wie Seidenschnur aus. Als du nackt warst und er auch? Natürlich sah ich nicht hin. Jetzt schlägt's 13. Man muss die Tante auf deine Träume aufmerksam machen. Verrätst du mich? Ja, warum? Weiß Gott! Tante! Sie kommen! Soll ich als Ehrenjungfrau am Eingang stramm stehen? Ist es nicht angemessen, Sie kommen mir an meine Stelle entgegen? Und hier die Bilder von Herrn Seidenschnur. Oh, ihr Geliebten! Liebste Tochter! Väterchen! Tante! Fanny, Herr Professor! Brave Emma! Tante Elspeth! In Ihrem Zimmer, Herr Professor! Tante! Tätchen! Geliebte Tante Elspeth! Du bist nicht rasiert? Versteht sich, stracks aus der Eisenbahn in deine Arme!
Sie fallen nicht hinreißend aus, junges Moosröschen. Meine Puppe. Guten Tag, Fanny. Guten Tag, Tante. Nun aber den Kaffee aus der Röhre, Emma. Alles an den Tisch gruppiert. Sie hoch, wie man Frauchen ehrt. Herzlich willkommen. Bravo. Himmlisch. Kinder, ist Gottesfeld schön, Frühlingsmorgen. Vor stolzen Burgen, die auf uns niedergrüßen, auf deutschem Strom gleitet man zu Tal. Germania grüßt und Lurlei bis auf ihrem Ross in Koblenz. In Koblenz ließen wir uns auf Postkarten fotografieren. Ja, Koblenz. Ja, Kinder, Koblenz. Wir waren in seligster Laune. Süffiger Walpertheimer hatte die Sinne angeregt. 100 Humore schwebten. Nichts, nichts geht in Gottes prangender Welt über einen Morgen am Rhein. Friede und Segen den Liebenden. Wie feinsinnig. Süße Puppe. Mit einem Wort, ihr habt euch unterhalten, wart zufrieden. Könnte ich euch einen halben Begriff davon geben? Wir haben den ganzen. Herr Seidenschnur fand das Bild aus Koblenz nicht geschmackvoll. Eine Laune, die mit Laune genommen sein will. Uns wird es stets in sewiger Erinnerung bleiben. Aber Tante hat sich fotografieren lassen? Still, hast du deinen alten Widerwillen überwunden? Vorerst ein Probebild und noch nichts Rechtes. Ein vollkommenes Kunstwerk. Zeig dein Bild. Hol es. Vater wird Augen machen. Was sagst du zu deinem neuen Mütterchen? Ist es nicht schön? Von Gloria umgossen, süße Puppe. Ah. Bitte? Lady Macbeth von Schiller! Das ist... Wie Blücher bei Kauf, das Bein auf die Fußbank! Geschmacklos! Herr Seidenschnur ist ein gottbegnadeter Künstler! Euer Bild aus Koblenz, nahm der schimpflichen Kitsch, schont er den Beruf brandmarkt! Eine Laune, die mit Laune genommen sein will! Zudem gibt man dir auf dem Bild 60 Jahre! 5 zu viel! Aber hört in Gottes Namen weiter! Von Ehrenbreitstein will ich erzählen, wie es gegen den Rhein überhöht auf Rebenhügeln. Mit diesem Mätzchen, Lurlei, Walpertsheimer, muss die Reise Geld verschlungen haben. Bei Gott, sollte man sich diesen einmaligen Genuss durch sauertöpfische Rechnerei vergällen lassen? Ich habe sogar bei unseren Freunden Sußmichel in Andernach ein Darlehen von 200 Mark aufnehmen müssen. Peinlich. Wie willst du es zurückerstatten? Das wird sich finden. Dein Konto schloss Ultimo März mit einem Saldo von 276 Mark zugunsten der Bank. Teufel, ist das möglich? Kinkerlitzchen, Schlendrian. Das hieße, mit 476 Mark in der Tinte sitzen. In Köln hat mir Heinrich ein echtes Spitzentuch gekauft. Dir bringe ich einen hellblauen Sonnenschirm. Wo ist er? Im Koffer. Da ist der Schlüssel. Tausend Dank, Pfannchen. Ich weiß, so viel Wichtiges für dich. Und dir, Tante? Von geborgtem Geld mag ich nichts geschenkt. Das ist Charakter. Reizender Racker. Mein Sonnenschein, süße Puppe. Auch die von mir entliehenen 1200 Mark müssen an mich zurück. Endlich Ordnung in unsere Angelegenheiten. Tante Elsbeth, solchen Griesgram in die Einzugsfreude? Lady Macbeth mit einem Wort. Scherz. Bosheit. Mein Nichtchen kenne ich bis in die Haarspitzen. Haarspitzen? Lach nicht. Sie und ich sind Frauen, spaßen nicht. Jeder Gruß an mich von der Reise war niedertracht. Wie oft haben wir herzlich dein gedacht. Vergegenwärtige ich mir die Maibohle bei Sußmichel, mit der Fanny dein Wohl ausbrachte. Ein Ton echter Rührung zitterte über den Pokal. Der Rhein hat ungünstig auf deine Neigung zur Phrase gewirkt. Keine Beteuerungen, Auseinandersetzungen. Du bist mir verschuldet, wirst mir höher verpflichtet werden. Ich verlange Respekt. Jeder Hausgenosse wird ihn wahren. Ihr wollt von mir erben? Liebst du uns? Wir sind die Nächsten.
Taten kostet das immer wieder. Zuneigung und Dankbarkeit. Höchstes Zuvorkommen und mehr. Seid ihr bereit? Sieh mir ins Auge. Nie zucktest du mit der Wimper. Mein Herz liegt ein Spiegel vor dir. Höre, wie herzlich sie lachen. Ausgezeichnet. Die ganze Elsbeth. Ach ja. Hat sie mit Ziffern geschleudert? Was schiert mich der Firlefanz? Es kommt in Ordnung. Doch, sei nett zu ihr. Nicht mit geheuchelter Liebe, sondern aus einfacher Berechnung heraus. Wir wollen erben. Wir tun es in jedem Fall. Einmal ist kein noch so entfernter Verwandter da. Dann ihr berüchtigter Familiensinn. Sie meint es gut. Mit dir vielleicht. Doch nicht für Worte über sie. Ihre Rolle ist hier ein für alle Mal aus. Darüber sind wir einig. Ganz. Es war die Bedingung, unter der ich Sidoniens Platz an deiner Seite einnahm. Gewiss, die ihr zustehende Achtung empfängt sie, Basta. Ich muss mein Medaillon verloren haben. Das Goldene mit meinem Bild. Heute Morgen im Coupé fühlte ich es auf den Brüsten. Das wäre... Kannst du hinlangen? Ich hab's. Süße Frau, süße Puppe. Heinrich. Ist Welt. Welt schön. Versinken. Was mag sie besitzen? 50, 60.000 mindestens. 60.000 dachte ich auch. Süße Puppe. Liebste. Das Kaffeegeschirr. Sonst nichts von Belang in unserer Abwesenheit, Emma? Ein Tag wie der andere. Was kommt denn vor? Höchstens die Kassette vielleicht. Was ist das? Die Fräulein Treu heraufschleppte. Kassette? In schwarze Tücher gebunden. Wog ein Viertel Zentner und fühlte sich so an. Aber was denn für eine Kassette in Herrgotts Namen? Ein schwarzer Kasten halt. Nimm dich, Mädchen, zusammen! Denk nach, langsam! Um Heilands Willen, lass dir Zeit. Wann heraufschleppt er? In schwarze Tücher gebunden? Ein Viertel Zentner? Woher? Hierhin? Wann? Mit wem? Abends, morgens? Und dann wohin damit? Du räumst doch das Zimmer auf! Was ist denn ein schwerer Kasten aus ihm geworden? Ich sah nichts mehr davon. Verschwunden? Verzaubert. Versteckt. Und die Mine flöge. Oder Bombe auf, hat sie zu Lydia gesagt. Flöge auf? Sagte sie. Eiserne Kassette. Nein, nicht. Ha! Genug. Das hieße Antigewehre. Das hieße... Herrgott, was mag in meiner Abwesenheit hier vorgegangen sein? Was für Schwingungen, Einflüsse. Welche Revolte denn? Was hat sie... Zu welchen Entschließungen sich verspielen? Was gibt es jetzt zu schreiben? Wem? Ich muss das Äußerste versuchen. Sie sieht, hebt ans Licht. Was? Die Bilder. Geht vom Tisch weg. Kommt! Du wirst kein Seidenschnur schreiben. Ich verzichte auf die Fotografien. Meines Wissens verpflichtet die Anerkennung des Probebilds und eine Bestellung daraufhin. Die Bilder geben mich in einer Auffassung, die für eine Theaterprinzessin, nicht aber für eine Dame bürgerlicher Gesellschaft sich zieht. Man hätte... Gut, ich erwarte von deinem männlichen Beistand, du ordnest die Angelegenheit. Das heißt keine Bezahlung? Keinen Pfennig. Peinliche Lage. Willst nicht? Ich sehe keinen Weg, besonders da ich für meine Person die Fotografien ausgezeichnet finde. Schamlos sind sie, mit dem hochgestellten Knie. Rund heraus, Beleidigung. Gibst du solche Kränkungen meiner Person zu, musst du mir meine Schlüsse überlassen. Hat Fannys Hinweis, du siehst einige Jahre älter aus. Mich eitel gesehen zu haben, erinnerst du dich nicht? Aber ich habe... Ich selbst kann nicht, wenn ich dich versichere... Hast du mich nicht genug gequält? Sollen meine Nierenschmerzen ins Maßlose steigen?
Dr. Stößel findet Salze in meinem Urin. Stößel ist Idiot. Kapazität! Willst du schreiben? Bestimmt erreiche ich nichts und mache mich lächerlich. Lass einen Gedanken nicht in mir aufkommen. Ohne das Gefühl, meine einzige Verwandte ist das Weib eines Mannes, der seinen unwandelbaren Willen an richtiger Stelle durchsetzt, wäre meinen Absichten um mein Erbe der Boden entzogen. Appellierte ich an sein Gerechtigkeitsgefühl? Ein hergelaufener Fotograf kränkt eine vermögende Dame bester Stände. Und du, zu meiner Verteidigung aufgerufen, findest nicht... Soll ich mich hinreißen lassen? Rücksichten, die ich meiner Stellung schulde, außer Acht lassen? Derartiges erwarte ich. In meiner Vorstellung Außerordentliches von dir. Und sei gewiss, der Bericht über das stattgefundene Ereignis bestimmt den Beschluss bezüglich meines Testamentes. Testament? Hypochondrien, liebste Tante! Schweig! Kein weiteres Wort. Den Brief. Den Brief! Ich habe den Abschluss meines irdischen Kontos für die allernächsten Tage vorgesehen. Mein Vermögen mit eigenen Händen hierher überführt. Die beste Verfügung über 140.000 Mark quält unsere Seele mit Skrupeln. Ich erwarte von dir... »140.000 Mark?« »Die Kassette!« »Heiland, Angstschweiß, 140.000.« »Einzelmännchen!« »Schweig!« Lebet fort noch in Gedanken und der Treue nicht vergisst. Keine Ader soll mir schlagen, wo ich nicht an dich gedacht. Ich will für dich Sorge tragen bis zur späten Mitternacht. Ich will für dich Sorge tragen bis zur späten Mitternacht. Wenn der Mühlstein trage Reben und daraus fließt kühler Wein, wenn der Tod mir nimmt das Leben, hör ich auf, getreu zu sein. Wenn der Tod mir nimmt das Leben, hör ich auf, getreu zu sein. Zu packen trachtet. Könnte ich den Himmel auf dich schmettern? Aber warte, der Tag bleibt auch für mich nicht erfolglos. Ich nehme es für gute Vorbedeutung. Sie öffnen mir, gnädiges Fräulein. Unser Mädchen besorgt in aller Frühe einen Brief für Fräulein Treu. Denken Sie! Ich empfange ein Schreiben Ihres Herrn Vaters, die Fotografien hätten das Missfallen der Bestellerin erregt, die sich weigere, sie anzunehmen. Erklären Sie diesen mich beschämenden Fall. Bleibt Ihr Herr Vater in Ton und Haltung korrekt? Lesen Sie selbst. Hält Fräulein Treu die Ähnlichkeit nicht in einem Maß erreicht?
dass sie an ein vollendetes fotografisches Gemälde glaubt, stellen zu müssen und nimmt mit Bedauern von der Annahme der Bilder Abstand. Aber Herr Seidenschnur, das ist entsetzlich. Aus einer mit Anerkennung höchster Exzellenzen gespickter fünfjährige Praxis der exorbitanteste Fall. Ich bin außer mir. Sie sehen mich vor Erregung rasen. Bin ich der erste Beste? Liest man in dieser Familie keine Zeitung? Dies Vorgehen ist unerhört. Hier muss ich meiner Ehre wegen ein Exempel statuieren. Würde dieser Vorfall ruchbar, es wäre für meine Ateliers ein nicht abzumessender Schaden. Könnte ich gut machen. Tante ist so eigensinnig. Ich aber bin in ihren Händen bis zu völliger Bewusstlosigkeit empfindlich. Will sie nicht, ist kein Geld von ihr zu haben. Geld? Erhielt ich mein Honorar? Wie wäre die Tatsache der abgelehnten Bilder im Publikum zu paralysieren? Dieser 3. April ist der katastrophalste Tag meines Lebens. Mein Austerlitz. Fräulein Treu bemängelt Aufnahmen von Seidenschnur Enne. Man hat Neider, Feinde, Bestien. Es ist unerhört. Der große Kreis ihrer bekannten Farmer. Übertreibung. Rüder und Sohn wird es in alle Welt brüllen. War man zu einem Resultat seiner Arbeit gekommen, da fährt ein Schlag aus heiterem Himmel nieder. Man steht ohne Mittel, ihm zu begegnen. Ließe ich mich fotografieren? Wie? Nur habe ich die Mittel nicht. Mein Taschengeld. Liebes Fräulein. Fräulein Lydia. Das wäre eine Heldentat. Ließe die Familie desavouieren. Mich blendet der Einfall. Doch wagen Sie auch nicht zu viel. Wohl wage ich. Die Aufnahme müsste geheim geschehen. Man würde mich zurückhalten. Nicht eher ruhig. Man hört uns. Wann soll's geschehen? Vater benutzt seines Urlaubs letzte Stunden zu einem Familienausflug in den Stadtwald. Ich will vorgeben, am Vormittag sei Probe für die Osterkantaten. Versuchen, zurückzubleiben. Welche Stunde? 11. Die Aufnahmen gemacht, kann ich meine Ehre mit höchstem Nachdruck versichern. Sie sind mein Engel. Gehen Sie! Unter diesen Umständen sagen Sie besser nichts von meinem Besuch. Nichts. Der wievielte ist heute? Der 3. April. Nie will ich den Tag vergessen. Die Tür riss ich ihr aus der Hand. Das Frauenzimmer fiel mir fast in die Arme. Gigantisch. Ein hassverzerrtes Gesicht fauchte. Schlagender Beweis für meine Behauptung. Hier hilft kein Parlamentieren. Sie oder ich. Trau meiner Überzeugung, Heinrich. Unser Glück steht auf dem Spiel. Ich mache nicht durch, was die Donia trug. Pappalapapp. Ich werde meine Autorität von Anfang an aufrichten. Dich will sie. Von deinem Atem, deiner Denk- und Tatkraft leben. Mit jeder Geste bist du ihrer Gier geliefert. Sie muckst nicht. Ich will sie die bescheidenste Wirksamkeit zurückstoßen. Dieser Überfall am frühen Morgen in unser Bett fasst. Ein starkes Stück. Lass dich durch keine Rücksicht aufhalten, sie an die Wand zu pressen, bis ihr der Atem vergeht. Stoß ihre Anmaßung kurz und klein. Ich lebe nicht, ehe du für mich deine Pflicht erfüllt hast. Es ist den Verstand zu verlieren! Vor Stunden noch in Deutschlands gesegnetsten Gauen und hier in einer Kloake sittlicher Verkommenheit! Aug und Ohr an dein Schlafzimmer gepresst! Wie weit soll es kommen? Hinein! Brich Gelegenheit vom Zaun! Du meinst? Sei Held, wie du in unseren Nächten erscheinst. Ich leide. Befreien. Stark. Königlicher. Ich frikassiere sie. Niemand hört und sieht dich. Auf! Ich fliege hoch. Wollt ihr eure Auseinandersetzung nicht weiter entfernt von mir durchführen? Von Auseinandersetzung kann keine Rede sein. Fanny und ich sind ein Herz. Nun? Bitte?
Die Sache erledigt, der Brief. Fort. Und? Der Eindruck wird eklatant sein, das beiseite. Nicht übel, das beiseite, ehe vollständige Klarheit herrscht. Vermutlich hast du ihm honigsüß einen bescheidenen Vorschlag unterbreitet. Der Brief ist Brevier donnernden Protestes. Im Ausdruck schneide ich bis zur Grenze der Beleidigung. Gehst du nicht zu weit? Ist der Gentleman vielleicht? Ich würde den Schreiber aufweigen. Das war nicht meine Absicht. Hat er nach deiner eigenen Angabe dich nicht gröttlich beleidigt? Wir sind keine Lämmer. Immerhin. Du hättest vorher überlegen müssen. Geht doch. 5 Mensuren schlug ich. Bin im Umgang mit Schusswaffen fix. Ich verbiete dir, dich zu schießen. Soll ich dich in meinen eigenen Räumen von diesem hergelaufenen Fotografen insultieren lassen? Er ist für seine Kamera nicht verantwortlich. Dich, eine Theaterprinzessin mit hochgezogenen Beinen, auf die Platte zu werfen. Es ist nicht so schlimm. Empörend. Nur den Fuß, sie selbst. Wie eine schamlose Person siehst du aus. Ein Mensch von der Straße. Schnäppe! Nun? Hast du gehört? Schamlose Person, Mensch im Neutrum und so weiter. Ein Kadaver ist die zerstückelt. Doch es geht weiter. Liebling. Raffinierte Mischung von Malküre und Konkubine. Mit der Tatsache, wir bezahlen nicht, muss die Geschichte ein Ende haben. Die Affäre muss sich entwickeln. Ich bin auf ihren Fortgang gespannt. Unbedingt ein Ende. Herr Seiden. Schluss! Übrigens! Bitte? Du wolltest etwas mehr machen. Du sagtest übrigens. In der Tat doch nach dir. Sprich dich aus. Ich habe Zeit. Du schienst dich strikt äußern zu müssen. Durchaus nicht. Es war die Gesprächspause zu füllen. Eher erwartete ich von dir eine vorgefasste Meinung. Das wollte ich sagen. Nun wissen wir beide nichts. Du siehst elend aus. Bis spät in die Nacht sah ich aufgehäuftes Material durch. Sonst nichts, das dich mitnimmt? Liebst du Fanny noch? Bete sie an. Du erinnerst dich jener unglückseligen Nächte nach Sidoniens Tod, da ich meinte, vor Schmerz sterben zu müssen, aus dem Grau trostloser, einsamer Zukunft kein Licht sah? Du hättest zu deiner ersten Frau Lebzeiten an die andere nicht gedacht? Barocker Gedanke! Sidoniens Überfall! In einer schwachen Stunde gestandest du mir das Gegenteil. Fannys kristallene Seele leuchte in dein Leben. Hätte ich gesagt? Kristallen, ich versichere dich. Und aus deinem heutigen Leben hast du mir... Ich bitte dich, denk nach. Nichts anzuvertrauen? Mit Fannys Liebe als Gattin, deiner Besorgnis, die ich zu schätzen weiß, und Lydias Verehrung bin ich restlos glücklich. Schamloser Heuchler! Tantchen, hörte man dich? Meint man Wahrheit, rede mit feurigen Zungen. Warte hier. Wie? Du sollst hier warten. Nun ist in deinem Sinn reiner Tisch gemacht. Minuten für Geschäftliches. Was ist das? Hier, der Schlüssel. Schließ auf. $140,000 Staatspapiere. Ausgenommen $12,000 Elektrizitätsaktien. Staatspapiere? Zähl die Stücke. Eins, zwei, drei, vier. Bayerische Anleihe, die ich anderen vorzog, weil der bayerische Staat in riesigen Forsten gewaltige Zinsgarantien hat. Ist das wahr? 24, 25, 26, riesige Forstbestände, 30, 31, Zinsgarantien fürs Coupon, 40. Fanny, liebst du aufopfernd? Aufopfernd, 51. Forstgebiete, 58, 59, aufopfernd. Sie ist blendend schön. 75. Blenden, verblüffend, süße Puppe. Sinnlich. 83, pardon. 84. Sinnlich. Ich habe den Eindruck, über das Maß. Gott, 91. Natürlich ist man nicht mehr der Jüngste. Geht's Tag für Tag, morgens, abends sofort. Aber du hast recht. Spessart,
Bayerischer Wald. Frankenwald. Fichtelgebirge. Voralten, toller Gedanke, macht einem Finanzmann Ehre. Du sagst, sagt man die Wahrheit, eigentlich nie solches Papier. 128. All right. Gesehen? Nur im Schaufenster des Bankiers. Nicht in Händen gehabt. Sieh es an. Es schließt die Welt ein. Man braucht keine Sußmichel mehr. Der Zinsbogen repräsentiert in seiner Gesamtheit noch einmal die Hälfte des Kapitals. Das steht sich. Nämlich Fanny treibt es über das Maß, geht auf den Kern. Vielleicht. Dazu die 12 Elektrizitätsaktien. Sie hat ein raubtierhaftes... Das heißt in diesem Fall Dividende. Diese 12.000 Mark repräsentieren meine Spekulationslust. 128.000 aber sind wie Fels. Rechne 1.300 Mark hinzu, die du mir schuldest. Wir wollen ein Nummernverzeichnis aufstellen. Darf ich dich bei Gelegenheit bitten? Habe ich nicht gerade im Fall Seidenschnur äußerste Bereitwilligkeit bewiesen? Den ordnest du in meinem Sinn? Glatt, ich werde ihn zu einer letzten Unterredung bitten. Du kommst doch mit in den Stadtwald. Meine letzten freien Stunden wollen wir gemeinsam unter Gottes blauem Himmel verbringen. Zudem band es Fanny mir auf die Seele. Wieder einmal, Heinrich, trete ich eindringlich an dich heran. Die Welt hält andere Dinge als eine niedliche Frau. Du hast es gerade gespürt. Wahrhaftig, sei unbesorgt. Schon habe ich angefangen, ihr Schranken zu weisen. Ein Organismus ist schnell geplündert. Man ist kein Louis XV. Ein vernünftiger Gedanke mit den 4%igen Bayern. Ich beglückwünsche dich aus ganzem Herzen dazu. Bayern ist fabelhaft. Längst hätte ich mit dir über so amüsante Sachen gesprochen. Doch galt im letzten Jahr dein Trachten dem Wald da. Jedes Ding will Weile. Dann. Ich mach mich fertig. Und der neue Hut! Kommt an die Sonne. Wenn du willst. Ihr lachte? Putziges Persönchen. Sie war unsagbar komisch in ihrer Zerknirschung. Solches Weib zu durchschauen ist schwerer, als du glaubst. Vielleicht tat sie nur so. Sie versprach den Himmel auf die Erde und gibt infolge deiner niederschmetternden Kritik die Bilder an Seidenschnur zurück. Doch auf dieser Basis alles geebnet, hast du nichts da wieder. Reiten uns in den Wald! Lieber Freilich! 440.000 macht man Konzessionen! 140? Ich dachte, es seien kaum 60. Ja, kleine Fanny, das ist ein gewaltiger Unterschied. War dir bekannt? Der bayerische Staat hat in riesigen Forstgebieten Zinsgarantien. Aber ich darf nicht mit euch. Von 11 bis 12 ist Gesangsprobe. Du sollst deine Zeit nicht mit Singsang vertrödeln. Für die Osterkantate. Es macht ihr Vergnügen, Heinrich. Der Kollege Bachmann bat mich darum, es ihr zu gestatten. Ich bin ihm verpflichtet. Emma! Sie hat einen wichtigen Gang für mich. Soll sofort zu sein, Schnur hinauf. Ich bitte um eine Unterredung. Er nimmt die Bilder, Basta! Es schlug 11. Wo bleibt er? Ich zittere. Die Kompanie marschiert die Treppe hinunter. Hat sich etwas von Belang ereignet. Vater bittet Sie um eine Unterredung. So hat man sich eines Besseren besonnen. Ich fürchte, nein. So sollen Sie mich kennenlernen. Ich will ihm einiges unter die Nase reiben. Eigentlich war es meine Stiefmutter, die das Bild verwarf. Tante sähe wie Lady Macbeth aus. Im Leben besseres Machtweib. Dacht sie zu Lady, spricht das für meine Fähigkeit zu arrangieren. Effekt aus dem Nichts zu holen, statt dankbar zu sein. Doch davon später. Jetzt benutzen wir die spannende Zeit, ehe man uns überrascht. Den Apparat halte ich bereit. Oder sind Sie anderen Sinnes geworden? Nein. Sie in mein Atelier zu bitten, wagte ich nicht. Wir hätten dort freilich alles bequemer zur Hand gehabt. Im Sonnenglanz sehen Sie wie eine Erscheinung aus. Also, volle Sonne, plein air. Der Apparat wird gierig seine Linse aufreißen, sie zu schlingen. Fräulein Kohl,
Im ersten Augenblick, da ich sie im Hauseingang traf, fühlte ich mich von der Gewissheit durchzuckt. Hier pulst Individualität und ein modern denkender Mensch fraglos, darf ich bitten, gegen den Schreibtisch Stellung zu nehmen. Den Rücken leicht angelehnt. Gäbe es in der Stadt ein Dutzend Figuren, die ähnliche Reize ausstrahlen, für die nichts in der Welt empfindlich ist wie eine fotografische Platte. Mein Herz ausgenommen. Hände ineinander gefaltet, ein Sinnbild mädchenhaften Fühlens. Darf ich sehen? Das linke Bein ein wenig nach vorn, mehr expressionistisch. Noch ein wenig. Noch. Ach, Fräulein Lydia! Der Künstler, der wie unser eins vom Modell abhängt. Ach ja? Was wäre Phidias, hätten ihm die schönsten Helleninnen nicht den herrlichen Leib ohne Scham geboten? Was Michelangelo? Noch ein bisschen? In ihrem Bau eine Fülle, die sich nicht hervortut. Ein seltener Pli. Faux maigre, sagt der Franzose. So waren Correggios gestalten. Einen Augenblick bleiben. Gigantisch. Brust vor. Eher den Bauch zurück. Jetzt. Blendend. Überbegreifen. Also bitte. Eins, zwei, drei, vier. Besten Dank. Gleich noch einmal. Passt es? Doch jetzt nehmen wir sitzend Profil. Mehr clair obscur. Beine burschikos übereinander geschlagen. Hätte ich eins meiner besseren Kleider an, ohne Aufsehen konnte ich mich nicht umziehen. Den bezaubernden Charme ihrer molligen Jugend soll meine Bilder wieder erschaffen. Das Kleid ist unwesentlich. Gelänge es, das hohe Fiss ihrer Kehle den Beschauern meinem Werke nachzubringen. Was haben Sie für eine herrliche Stimme? Stehen wir auch weit voneinander. Oft übertönt sie alle anderen im Saal. Der Musikdirektor sagt dann immer, das war sein Schnur. Ich habe das tiefe D ohne Mühe. Den Kopf nach rechts gedreht. Hände diesmal nachlässig im Schoß. Sauertyp. Ihr Fiss, Fräulein Lydia, schwebt einsames Licht über Chören, rührt jedes Herz an. Einmal gelang ihnen G sogar. In der Missa Solemnis, da ich bewegt war. Es macht selig. Eine schlanke, innige Hand. Sehen Sie, wie hungrig der Apparat auf Sie lauert? Überwältigend. Es geht nicht anders. Sitzen bleiben, bitte! Meine Existenz steht auf dem Spiel. Die Mattscheibe ist schuld. Könnten Sie sehen, wie himmlisch sie abmalt? Ich halte mich von neuem kaum. Herr Seidenschnur! In die Linse fließt die Weltlüge bis zu meinen Herzkammern. Durch das Buch, vom Weltall sonst geschieden, werde ich aus Ihnen mit brünstigem Liebreiz bis zur Tollheit geschweißt. Aug in Mainz, Lydia. Ach!
Eins, zwei, drei. Ich liebe sie. Danke. Sich nicht abwenden, nicht gekränkt sein. Bitte. Von einem Bass erwarteten sie solche Heftigkeit nicht. Liebe zu flüstern ist der Tenöre geheiligtes Recht. Der Bass steht im Hintergrund der Szene, rollt düster Augen und ist der Verzichtende, Betrogene. Höchstens darf er ein Trinklied singen. Kartenspielhund würfelt los und ein Kind mit runder Brust und macht komische Sprünge dazu. So. Sonst versieht man sich keiner Ballungen von ihm. Wie drollig Sie sein können. Ich dachte, Sie wären für das Höhere. Ich bin für das Höhere, doch auch für das Drollige. Übrigens kann das Höhere zugleich das Drollige sein. Wir sind fertig. Ich gerettet. Über Zumutungen und Zufälle durch Sie erhaben. Sie ermöglichten dem Freikünstler bürgerlicher Kanaille gegenüber ins Erhabene sprechen, Hemmungen brechen zu können. Ein heißes Herz sind Sie, ein Flammenkomplex. Auch Ihnen werden Hexenburschwasser Gewohnheiten bald nicht mehr passen. Sich frei machen werden Sie, reiche Individualität mächtig ausschnaufen müssen. Glauben Sie, ich bin eine Individualität? Kann das Frage sein? Ich möchte mir die Kleider niederreißen, auf weißer Heide eisumsponnen stehen und wirbelnd in die Ewigkeit verwehen. Das werden weise Leute Wahnsinn heißen. Wirbelnd, himmlisch, so ist mir. Nirvana. Ja. Alfons. Doch lass niemand darum wissen. Noch ein Geheimnis über unseren Bund. Ranküne würde ihn mit Geifer bespritzen, uns auseinandersprengen. Habe ich eine Strecke wegs geschafft. Oh Gott! Vor mir liebtest du keinen? Wie ich keine nach dir lieben werde. Du bist das Licht, die Wahrheit und das Leben. Tschüss, Mal. Wie sehen wir uns heimlich wieder? Wüsste ich's. Tante lässt mich nicht aus den Augen. Und ist Fanny auch auf meiner Seite, weiß man nicht, wie es morgen steht. Zwischen beiden der Teufel los. Ein schickes Frauchen, deine Stiefmutter. Eitel, albern, selbstsüchtig. Ich halte gegen sie zu Tante. Amor hilft, wird uns Mittel an die Hand geben. Wie alt ist Fanny? 28, sieht bedeutend älter aus. Bist du glücklich? Bis in Spitze der Finger. Du hast aber auch einen seltenen Pli. Mein Bau ist prima. Morgen, nach der Probe, einen Gang in den Wald gegen Spiegelsberge. Hol Tante mich nicht ab. Hoffentlich gibt dir die Kassette zu tun. Kassette? Wichtige Dinge gehen die Familie an. Geld? Kassette? Ja, ein andermal. Davon später, gewiss. So, Kassette. Geh, man trifft uns sonst. Und Vater, wann willst du ihn sprechen? Gegen 3 Uhr will ich hier sein. Gib dein Mäulchen nochmal. Schnuck. Schnuck. Himmlische Schnute. Herz. Nirvana. Wie schön er ist. Auf weißer Heide, ohne Kleider stehen. Und ich verlange von dir, du sagst dieser Person in meiner Gegenwart einfach mal Bescheid! Was duldest du? Ihr sollt durch diesen Drachen, diese Menschenfresserin, nicht um ihre Jugend gebracht werden. Ich will nicht! Duldest du? Bei mir von Gott gesetzter Schutz bist du! Hast die Pflicht, es ihr ins Gesicht zu schleudern! Lässt mich von dieser hysterischen Gattin! Hysterisch! Hörst du? Deine Gattin! Auf sie los! Himmelkreis, Parlamente nochmal! Das kann nicht so weitergehen! Wer ist Herr im Haus? Ein für alle Mal! Eine Empfehlung von Herrn Notar Detmichel. Er ist zur Stunde hier. Gut. Ihr mit Wucht ins Gesicht! Entfernen, dass ihr
nichts. Zu Bett. Oh. Zu Bett. Fast nicht. Für Sekunden. Komm. Emma, zu Dr. Stößel. Vater ist krank. Ich laufe zum Doktor. Wüsste ich, wer Nirvana ist. Faltenblicke sah den schmalen weißen Streifen unter dem Stuhlkissen und hob herauf den Testamentsentwurf. Ich hinterlasse ein bewegliches Vermögen von 140.000 Mark meiner Nichte Fanny Kroll unter Verwaltung ihres Ehemanns Heinrich Kroll mit der Bestimmung, das Kapital ist in mündelsicheren Papieren zu halten und unter der Verwaltung des Notars Detmichel für die Kinder des benannten Heinrich Kroll als Nacherben. Und damit bricht der Entwurf ab. Das genügt. Gott, du siehst mein Herz zu 4%. Lass ihn. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. 4 × 14. 5.600 Mark. Bedenkt man, ich habe nach 21-jähriger Dienstzeit 5.200 Mark Gehalt pro Jahr, möchte mich Irrsinn bei dem Gedanken packen. Hier wird einem eine Summe, die mehr an Zinsen wirft, mühelos in den Schoß geworfen. 5.600 Mark bei 4%. Doch denke ich, wird man 50.000 zu 4,5% anlegen dürfen. Bayerische Staatspapiere, hauptsächlich wegen der Zinsgarantien in Voss bestellen. Ein tolles Rotz. Wer wäre auf Bayern verfallen? Wer weiß solche Dinge? Gewissermaßen hat Bayern jahrhundertelang aufgeforstet, mir Garantie für mein Geld zu leisten. Und ich kann dich jetzt schon versichern, Tantchen, ich werde ein rechter Besitzer für meine Familie sein. Allen Werten werde ich bis ins Mark ihre Eigenschaften nachgehen. Erkennen, vergleichen, beschließen. Da türmen sich Perspektiven. Das Wesen des Wertpapiers, das von Rothschild stammt, Faust zweiten Teil, Szene mit dem Kaiser wieder ansehen. Die Judenfrage! Wie reich ist der Besitzende, wie reich? Ich möchte dir, Tantchen, in diesen Augenblicken sehr lieb tun. Und kein Mensch dürfte lachen. Doch jetzt den Entwurf an seinen Platz zurück! Meine Ansicht. Fräulein Treu, sagen die Bilder nicht zu, es kurz zu machen. Weit entfernt, mich dem Urteil der Dame in Dingen der Kunst zu unterwerfen. Selbstverständlich liegt es ihr fern, künstlerische Qualitäten anzuflechten. Mein Atelier ist 5-mal mit goldenen und silbernen Medaillen prämiert. Ich war Reutlingers Paris Meisterschüler. Das kann genügen. Vollkommen. Welchen Vergleich schlagen Sie vor? Vergleich? Ähm,
Tögen wir den Fall aus der geschäftlichen Sphäre in die gesellschaftliche. Sagte ich, verehrter Herr Seidenschnur, hier Ihre Bilderwürde, die Auffassung hat uns interessiert. Abgelehnt. Ich will offen mit Ihnen reden. Familienverhältnisse zwingen uns auf oft barocke Wünsche, Fräulein Treuß, Rücksicht zu nehmen. Meine Frau ist Erbin. Nach ihr, ihr Fräulein Tochter? Ja. Ich weiß nicht, ob Sie sich hineindenken können. Doch. In Würzburg lebt mir so ein altes Familienerbstück. Würzburg? Sind Sie Bayer? Doch geboren. Meine Universitätszeit steigt in mir auf. Daraufhin muss ich Sie noch einmal ansehen. Ja, und hier, bitte. Lesen Sie. Buchner, Bayerisches Verwaltungsgesetz. Suttner, Bayerische Gemeindeordnung. Jagdrecht des Königreichs Bayern. Die staatliche Viehversicherung in Bayern. Und 2000. Und wissen Sie, Bayern hat in riesigen Forstbeständen Zinsgarantien für seine Anleihen. Nein. Insofern ziehe ich bayerische Papiere allen anderen deutschen Papieren vor. Erklärlich. Nimmt man an, ein Krieg legt Eisenbahnen, Posten brach, Revolution. Echo, Zinsgarantien in Forstbeständen trotzdem. Solide Erwägungen. Hier traten Sie in letzter Zeit wieder nahe. Da auch Fräulein Treuß Bedeutnis ab. So darf man gratulieren. Meine Frau, später meine Tochter sind Erben. Intimo ex animo. Lateinisch, Abiturient. Primale Zeugnis. Bravo. Sie haben mit einem Wort auf Albernheiten, Fräulein Treuß, aus diesem Grund Rücksicht zu nehmen. Ihr Urteil deckt sich nicht mit dem Ihren. Ich finde Ihre Bildchen Meisterwerke. Damit ist meine Ehre genug getan. Wir sind uns einig, ein für allemal diesen Handel aus der Welt. Handschlag. Ich bin Ihnen für die Zukunft verpflichtet. Erfreut mich, auf diese Weise in Relation mit Ihnen zu wissen. Ich hole Ihnen Ihr Eigentum zurück. Herr Seidenschnur, so kann ich mich noch einmal für Ihre liebenswürdige Hilfe bedanken. Ohne Sie wäre ich auf der Treppe über meinen Stiefelriemen gefallen. Ich bin dem Schicksal dankbar, das mir vergönnte. Sehe mehr als Zufall darin. Hier Ihre Bilder wieder. Fräulein Treu als Lady Macbeth. Sie wissen? Sie waren meine böse Fee. Missverstehen Sie mich nicht. Die Bilder fand ich feinsinnig, großzügig. Sehr bedeutend. Aber das mag begraten sein. Einen Herzenswunsch hätte ich dafür. Gnädigste, lassen sich fotografieren und wischen die mir angetane Schmacht ab. Aus Dankbarkeit für den widerspenstigen Schuhriemen. Seidenschnur, nee, ist mir zu teuer. Ein Vergnügen machte ich mir daraus. Es gäbe keine himmlischere Reklame für mein Schaukästen als die schöne Frau Van Kohl. Meine Linse brennt, sie zu verschlingen. Die bedeutende Linie ihres Kopfes, des Halses hinreißenden Schwung, ihrer Figur festzuhalten, clair obscur und expressionanter. Die armen Künstler, die wir im hohen Maße vom Modell abhängig sind. Was wäre Fidias? Ich weiß nicht. Das hieße Waldflächen von beinahe 20.000 Hektar. Fantastisch, kolossal. Heinrich, Herr Seidenschnur will gratis Bilder von mir machen. Die schöne Frau Kohl als Reklame für seine Schaukästen. Gut, das macht. Rechnet man den Quadratmeter pro Hektar. Der Herr Gemahl ist einverstanden. Hörtest du, was ich sagte? Natürlich, Puppe, ja, Amen. Herr Seidenschnur soll ein Schürzenjäger, Don Juan sein. Scherz, Gnädigste. Heinrich! Sie kommt zurück. Wer? Still! Irrt dich nicht! Darf ich hoffen, schönste Frau? Mein Mann bereut seine Zusage. Ihr Herr Gemahl versicherte mich der Bereitwilligkeit seiner Dienste. In Bezug auf meine Person ist er heikel. Ich flehe Sie an. Mein Gewissen ritt ab. Warnt Sie Ihr Herz? Welche Kühnheit! Gehen Sie. Ohne Antwort vorläufig. Sie kann, darf nicht mein heißen. Gnädige Frau. Guten Tag. Tag, Herr. Es gibt für ihn sein Einverständnis zur Zurücknahme der Bilder abzutrotzen. Ein schwieriger Mensch. Was so ein Kerl einer Lappalie wegen für Mädchen weiß. Ein Don Juan ist er. Kein Weib sicher vor ihm. Versteht sich.
dagegen von ökonomischen Erwägungen keine Ahnung. Apotheker und Fotografen sind mir abscheu. Doch hübscher Kerl. Bild von einem Mann. Schluss. Und nun die große Überraschung. Wir sind erblich. Das Testament fand ich, den Entwurf. Schwarz auf weiß haben wir es an 6.000 Mark Zinsen. Keinen Augenblick zweifelte ich. Wir sind nicht nur die Nächsten, die Einzigen. Doch ist das Faktum ein anderer Ding als Hoffnungen, Vermutungen. Lass mich mal. Findest du wieder Zeit zu einem Kuss? Freilich wird sie neben uns 100 Jahre alt. Mit einem Nierenleiden, ruinierten Bronchien ist sie gezeichnet. Doch ein ernstes Wort dazu. Ich weiß, was du sagst. Schließlich wirft sie uns ein Vermögen in den Schoß. Es ist recht und billig. Sie erhält dafür ein Äquivalent. Am liebsten verzichtete ich auf die Erbschaft. Wie viele Jahre demütigen Wartens? Da hat man's. So sündhaften Waffen spricht nur ein Weib. Das ist ja widerlich. Widerwärtig, weil gegen Vernunft. Heinrich! Du immer, du hast du dich im Maul. Was in aller Welt für Subsidien und Retretten hast du auf ein überwarten so bedeutendes Erbe verzichten zu dürfen? Rothschild, Donner und Doria braucht auf niemanden Rücksicht zu nehmen, das wissen wir. Unser einen sind cäsarische Instinkte untersagt. Wir müssen uns strecken, anpassen. Das ist Weltordnung. Den habe ich gern, dagegen sie Mord. Welches Kapital an Schmeicheleien und Erniedrigungen habe ich an die Wracke Fregatte gewandt? Und bin ich weniger als du? Mein Stolz geringer? Mit deinem Gehalt haben wir unser Auskommen. Deine Pension reicht für Lydia und mich. Ich also darf mich schinden, damit Madame ihren Stolz bläht. Du kennst mich von Jugend auf. Weißt, ich verkaufte meine Meinung nie. Nicht den Vater, der meinen Trotz totschlagen wollte. Zu wenig hat er dich geprügelt. Heinrich! Zorn übermannt dich! Bei kärgster Nahrung verbrachte ich meine Jugend. Stipendien und Freitischen die Jugendzeit. Geschmeichelt, nicht geduckt das ganze Leben. Von allen Menschen, die mir einen Bissen gönnten, verlangte das alte Frauenzimmer die geringste Gegenleistung. Ha! Nie hat sie etwas gegen meinen fertigen Willen gefordert, geschweige gegen Ehre und Reputation. Ahnte sie, ich wäre nicht zu Kampf auf Leben und Tod entschlossen an deiner Seite. Sie zermalmte dich. Was heißen soll, ich stünde nicht selbst mein Mann? Seid zwischen euch als zuckender Fetzenfleisch geworfen, um den ihr bald. Habt ihr den Verstand verloren? Marschiert ihr nicht? Das Maß meiner Gefühle für dich und sie ist in meiner Messen gestellt. Ich liebe dich. Was bedeutet diese hundertmal gequatschte Redensart? Zu deiner Wollust hast du Fänge in mich geschlagen und tust für mich was? Vor ihr schütze ich dich. Sie behauptet das Gleiche gegen dich. Irrt euch nicht. Nicht sie, nicht du. Ich selbst bin Anfang und Ende. Und dich und sie, tretet ihr mir einen Titel zu nah, zerschmettere ich die Kassette. Die Kassette, ho, 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 die Kassette. Jede von euch trägt ihre in erhobenen Händen, zeigt sie vom Morgen zum Abend und lockt. Komm, mein Kleiner, komm. Ich habe mein Medaillon verloren, tiefer in die Brüste. Und ich bediene mich aus ihr. Doch kein Loch ist so tief, dass ich nicht durch den Boden auf mich selbst schließe. Sie überwältigt dich, entwürdigt, entmannt dich. Abstruse Einbildungen, Weibchen. Zurück! Ich hasse dich und sie. Gut. Doch zum letzten Mal. Ruhe, Rücksicht, Schweigen. Erbschleiche. Wirst du mich darum verachten? Bodenlos. Und es ihr beibringen. Wird sie mich darum verachten? Nein, beides lässt mich kalt. Scheusal! Weiber! Irgendwie, dass sie begreifen, sie hüpfen ihre Sprünge, von mir durchschaut zu meinem Vergnügen mit meiner Genehmigung, oder der Teufel koche sie! Die Kassette. Sie regt meine Fantasie an, macht mich ferner begehrlich. So kaleidoskopischen Geschwätz ist ein Satz im Gesetzbuch Mama.
Die Forstwirtschaft hat in Staatswaldungen der Nutzung Nachhaltigkeit als obersten Grundsatz zu befolgen. Ist das nicht glatt wie Kant als Basis? Von grandioser Gegenwärtigkeit des Lebendigen wie Goethe? Sollte man dem Gesetzgeber nicht die Füße küssen? Nachhaltigkeit der Nutzung, oberster Grundsatz. Zukunftssicher wie Gott selbst! Aufgabe der Forstwirtschaft ist, unter Berücksichtigung vorhandener Rechte, höchstmögliche Produktion zu erzielen. Um hinzuschlagen, unter Berücksichtigung vorhandener Rechte? Aufgepasst, Forstmeister! Du willst dort Fichten schlagen, aber der Nachbar hat ein Recht auf den Schutz, den sie seinem Acker gewähren. Ist grundbuchlich eingetragen? Es ist Forstmeister. Absturm. Bravo! Haben wir ihre! Iyalala, 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 iyalala. Du bist bei Laune. Krankheit völlig überwunden? Krankheit? Bah! Mein Organismus geht in stählernen Scharnieren. Ich bin wie ein Waldtier. Ungebärig. Was sind das für neue Faxen? Schwinge mich in Freiheit, dressier von Ast zu Ast. Fauche Boreas aus Erdschlünden. Da du frisch bist, scheinst du meine Ratschläge betreffs Fanny befolgt zu haben. Vielleicht ein wenig. Scherz beiseite, Seitenschnur. Stracks auf der Strecke. Verzichtet auf Bezahlung? Versteht sich. Bin von einem Kerl übrigens, Don Juan und Schürzenjäger in einer Person. Deine Frau stand gestern bei ihm auf der Treppe. Sie ist leichtsinnig. Hast du den Fall im Auge, da sie als junges Mädchen eine Nacht aus dem Haus blieb, weil du sie gekränkt hattest? Als sie Zuflucht bei deinem Freund Bilse nahm? Bilse aber, keusch wie Josef, richtete eine Tulpe bei der Jungfrau auf und verhüllte seine Lenden in Espenlaub. Du bist nicht bei Trost. Hat deine Versicherung Seidenschnur verzichtet, in solchem Zustand abgegeben überhaupt wert? Versteht sich. Hielt es auch teuflisch schwer, ihm sein Einverständnis zur Zurücknahme abzuzwingen. Ein querulanter Bursche. Man glaubt gar nicht, wie grappig werden musste. Dorn zum Schluss. Apotheker und Fotografen sind mir Abscheu. Aber wo sind die Bilder? Wer? Die Bilder aus meinem Schreibtisch daraus. Aber... in der mittleren Schublade lagen sie. Bilder sind doch... Wie? Hab Seidenschnur. Was? Natürlich. Das ist Diebstahl. Aus dem Schreibtisch. Einbruch. Verehrte Tante. Er hatte die Stirn an meine Sachen zu rühren. Erklärlicherweise musste Seidenschnur... in meinen. Ja, also. Nicht er, ich sagte. Du sprachst doch. Meinte, er habe sich bereit erklärt. Die Bilder aus verschlossener Schublade zu stehlen? Der Schlüssel steckte, sie ohne Bezahlung zurückzunehmen. Und nach dieser Erklärung hielt ich es für selbstverständlich. Ich lieferte ihm sein Eigentum auf. Du wagst dich an meine privatesten Angelegenheiten. Stell was in meine Geheimfächer herum. Na, nun bin ich im Bilde. Vor den nächsten Verwandten kann man den Schlüssel nicht stecken lassen. Seit langem kommt es mir vor, du führst meine Handlungen nach, siehst dich in meiner schmutzigen Wäsche um. Endlich habe ich den Beweis. Nimm dich in Acht. Du bringst deine Formen zum Rasen. Wer gab Befehl, die Bilder auszuliefern? Herr Gott, Sakrament, du wolltest sie nicht bezahlen. Ha! Hat man schon solchen Unsinn gehört? Natürlich nicht bezahlen. Doch was soll der Kerl mit dem für ihn unbrauchbaren Plunder? Der subalternste Verstand hätte die Makulatur aus ihm herausgehandelt. Was kann dir an Bildern liegen, die dich als Schlampen, Kokotte darstellen? Die Worte stammen von dir und sind in Verbindung mit mir gebraucht. Rüppelein! Du sagtest, Mensch von der Straße! Mit einem Wort, du tust mir leid. In unerhörter Weise hast du Befugnisse überschritten. Mich nachdrücklich getäuscht. Mich zutiefst geschädigt. Meine Motive, dein ganzer Handel, mach ich nicht mehr! Ich auch nicht! Ich nicht länger! Du wagst doch an meine Freiheit heran, doch! Da reißt du mir die Zunge aus dem Maul, die Galle hoch aus Eingeweiden, deine Bosheit ist grün! Das soll ein Konglomerat von Gift.
Giften fressst du in dein Opfer und sperrst Nüstern und Augen auf. Speit der verreckende Kadaver jauch über dich! Meine Bilder will ich diesen Abend noch! Den Schädel schlage ich, spinne dir ein! Und noch die Bilder! Durch die Luft schleudere ich dich, zermangle dir die Knochenlatte! Bilder! Bestie! Possierliche Tierchen. Kuranzen muss man sehen. Fanny! Ich mag nicht ins Theater. Theater haben wir im eigenen Haus genug. Du holst die Bilder von Seidenschnur zurück. Ich zu Seidenschnur. Gleich! Liste, Bettle, trotze sie ihm ab. Ich will nicht hören! Atme erst, sehe ich sie in deiner Hand zurück. Seidenschnur. Ich in die Wohnung. Diese... Don Juan, ich weiß! Er wird sie nicht gleich an der Haustür in den Schoß fallen. Nie. Hast du den Verstand verloren? Sie will sie wieder haben. Du siehst mich in Verzweiflung. Worte gehorchen mir kaum. Hinaus! Hinauf! Um alles in der Welt nicht. Soll ich dich an deinen eigenen Haaren hinschleifen, mich in dieser Ecke vor deinen Augen aufhängen, verrecken? Spielst du mit jemandem, der seiner Sinne nicht mächtig ist? Ich zu ihm. Muss er nicht glauben? Himmel, Hölle, Erde, mag er bis zur Bewusstlosigkeit glauben, doch die Bilder geben die Bilder. Er wird mich... Dich, du schon wieder und ich verrecke im Irrsinn. Raus! Raus! Heinrich! Vorwärts! So schnell wie möglich wieder zurück sein. Bande, Kuranzen. Öffne! Die vorgeschriebene Ziererei. Tante, Wichtiges! Du hast die Stirn. Die Bilder. Was entscheidender ist, Seidenschnur hat sie für diesen Abend zugesagt. Was in aller Welt war das für ein lächerlicher Tanz, den wir aufführten? Waren wir nicht bei Verstand? Du bestimmt nicht. Braucht es dergleichen zwischen Menschen, die sich mögen und brauchen? Ich biete dir über Abgründe meine Hände. Wir profitieren beide. Kamst du zur Besinnung? Zu vollkommener Einsicht. Ist auf dieser Basis Zusammenleben möglich? Werden Konsequenzen gezogen? Feierlichstes Versprechen. Das sich selbst garantiert. Weil aus deiner Erbarmungslosigkeit kein Entrinnen möglich ist. Ich will Genuss aus meinem Reichtum. Kein entschlossenes Gemüt verzichtet darauf. Einordnung in Weltgesetze. Gelten muss ich im Haus. 140.000 Mark sind in mein Hirn geätzt und drücken auf die Waage der Entschließungen. Ich sage nicht nur viel Geld. Wir begreifen es auch. Eine Theatervorstellung sehen, Reise machen. Zu allem fehlen im Leben immer nur ein paar Hunderter. Basta. Sonst nichts nötig. Ich habe den Sinn für Tatsachen. Und zwar, du sollst die Kassette an dich nehmen, sie in Zukunft in Verwahrung halten. Dein Ernst? Doch den guten Rat, verbirg sie vor deiner Frau. Die gute Seele möchte, da ihr tiefere Überlegungen fern sind, Anstoß nehmen. Natürlich, vor jedermann, vor ihr besonders. Außerdem könnte sie, da das Geld aus ihrer Familie kommt, es als ein Gewicht für ihre Person in Anspruch nehmen. Und ihre Eitelkeit kennt keine Grenzen. Mir, nicht ihr, überantwortet sie das Vertrauen der Besitzerin. Ein gut gemachtes Stück. Prächtige Kassette. In Tarsien sogar. Und hier der Schlüssel, den du mir zurückgibst. Könntest du am besten jetzt ein Verzeichnis der Nummern der Papiere für mich aufnehmen? Mit aufrichtigstem Vergnügen. Ich schließe mich im Schlafzimmer ein. Käme Fanny, hängst du sie zurück. Einen herrlichen Busen soll sie haben. Wie sie schnappt.
Kunsttischler. Das sieht man ja. Also Nummern, Anzahl der Coupons, ein bisschen ausführlich das Ganze. Mit Vergnügen. Es klappt auf die Minute. Guten Tag, mein lieber Herr Notar. Wollen Sie Platz nehmen? Meine schwankende Gesundheit. Aber. Leider. Anfall auf Anfall. Lässt es redlich erscheinen, dem Tod ins Auge zu sehen. Aber. Gehen wir gleich ans Geschäft. Ich diktiere. Wollen von dem mitgeteilten Vorhaben auch in letzter Stunde nicht Abstand nehmen? Nein. Nicht warten? Nein. Aber. Ich, Elsbeth Treu. Treu. Hinterlasse ein bewegliches Vermögen von 140.000 Mark, das ich mit Umgehung meiner Nichte Fanny Krull, geborene Remmele, zu Händen des Herrn Pfarrers Stramm von St. Margareten hier unserer alleinselig machenden Kirche hinterlasse. Aber. Wirklich? Wirklich. Verwandte, mein lieber Herr Notar, sind zu Lebzeiten etwas so Widerwärtiges, dass der Verkehr mit ihnen durch den Tod ein für alle Mal geendet sein muss. Aus meines Lebensverlauf bin ich ohne Zusammenhang mit Menschen gewesen. Beim Tod meiner Eltern riss das letzte Band, das mich in menschlicher Gemeinschaft hielt. Unterschrift: Elsbeth Treu am 5. April. Mir der Person nach bekannt, Detmichel Notar. Siegel. Ich wollte wünschen, es wäre wahr, mein Bettlein schon gemacht, dass ich zu mein Schätzele geh, dass ich vors Fensterle steh, bis mir's aufmacht. Wer klopft an meine Tür? Wer ist so laut dafür? Wach auf, mein Schätzelein, lass mich zu dir hinein, lass mich zu dir. Die Türe ist schon zu, es liegt alles der Ruhe. Kommst du jetzt bei der Nacht, wo man keine Tür aufmacht? Morgen komm früh. Morgen früh hab ich keine Zeit, da sehen mich die Leute. Geh ich zum Garten aus, lacht mich mein Schatz tapfer aus. Morgen hast Zeit, wannst du einmal mein Wert, deine Schönheit halt verlierst. Wie schmutzig, oh je, wie garstig, du wie garstig.
Mir her.
Mein Geheimnis möchte sie mir von der Stirn lesen. Doch eher rissest du mir Eingeweide aus dem Bauch. Die Kassette sahst du sie? Er murmelte über sie, drückte sie an sich. Was ist mit ihr? In ihr? Tantes ganzes Vermögen, das er verwaltet. Es soll viel größer sein, als wir vermuten. Richtig. Er sprach von bayerischen Papieren. Sie hat Schätze aufgehäuft. Die alte Ratte. Ihr seid... Du bist reich? Mit deiner Liebe. Ich bin deiner. Ich will ins Bett zurück. Vater wird wiederkommen. Leb wohl, Held. Wie sagtest du das erste Mal, als du von mir gingst? Schnute. Ein Fremdwort, weil ich eine Individualität sei. Individuum? Ich hab's vergessen. Leb wohl. Still! Licht. Wieder sitzt er, stiert auf das Ungeheuer, das seitdem meinen Platz in seinem Bett einnimmt. Ich bin von einem Weib erwürgt, das stärker war. Mit jeder anderen hätte ich mich messen können. Nicht mit der, die ihn fester als die Schönste packte. Er sieht mich nicht. Kein noch so keck gebotener Anblick von mir schlägt Funken aus ihm. Hin, alles verloren. Doch ist man mit 30 Jahren nicht tot. Was tue ich mit meinem Leben? Was mit mir? Grau ist er geworden. Warst du nicht jünger, als du mit Ungestüm vor wenigen Wochen mich begehrtest, rasend mich hattest? War das ein anderer Mann? War er verzaubert? Was soll ich tun? Ich bin dir nicht gram, nur hungrig. Wirklich? Es ist heute unruhig hier. Komm, schnell in dein Stübchen. Jetzt hab ich's. Nirvana. Durch und durch freu ich. Wärmt dich nicht? Anfangs. Geh, Gefahrenverzug. Und sieh unbedingt zu, was du von der Kassette erfahren kannst. Ein göttliches, hoheitsvolles Weib, diese Fanny. Ob ich es zum letzten Mal versuchte, ihn auf den Knien um mein Recht, meinen Platz bäte. Nein, der Mann ist kein Liebhaber. Oh, schweigen Sie endlich! Lügen Sie mir nicht wieder Ihre Liebe zu diesem sonderbaren Heiligen ins Gesicht. Nichts mehr davon. Gott machte mich, Fanny, zum Mitwisser. Fragen Sie mich. Keine Silbe. Sie kamen? Zum Strick, zum Fenster herab, über den Balkon geflogen. Ich liebe sie. Renne, überströme von Glück, Regung in meiner Sinne. Die Kassette, Sie wissen? Alles. Er betrügt mich mit ihr. Er schlug meine Liebe im Kelch. Schöner Koloss, irrsinniger. Mein junges Herz erwürgt, ich muss leben. Geliebte, man kommt. Ich bin verloren, verwirr mich. Drinnen keine Sicherheit, keine Ruhe. Sie kämen mir ans Schlüsselloch, belauschte mich. Sie ist wahr. Sitze ich hier und habe, kommt sie?
an meinem Schreibtisch. Bequeme Ausrede. Den Schlüssel ließ ich von einem geschickten Meister kopieren. Er öffnet lautlos. Erstaunlicher Vorgang. Rollen gemünzten Goldes in Papiertafeln verwandelt zu sehen, für deren Verzinsung der Staat ein Heer von Beamten unterhält. Warum benutzt ihr als Unternehmer nicht die Kräfte dieser Männer zu unabhängiger Arbeit? Zahlt sie aus dem Erlös und steckt den Überschuss ein. Warum beteiligt er neben der Gesamtheit seiner Bürger noch jeden Fremden, der die Papiere will, und hebt des Nationalstaates politischen Begriff auf? Millionen dieses Papiers stecken in Frankreich. Aber Millionen englischer, französischer Rente bei uns. Sind Deutsche an einem englischen Krieg unbeteiligt? Welche Kontaminen der Staatsregierungen gegen vaterländisches Gefühl? Welcher Riss durch das Empfinden ihrer vermögenden Bürger? Bin ich nicht mit jeder Aktie eines Werks an dieses gebunden? Will ich für meine Familie gewissenhaft sein, von Gummi, künstlichen Fetten und tausenderlei anderem genauestes Wissen. Kann ich das? Ich wäre Politiker, Seifensieder, Maschinenbauer, Elektroingenieur, Margarinekenner zu gleicher Zeit. Neben meinem wirklichen Beruf als Lehrer. Ein Schwindlieger bleibe ich. Mit geblendetem Blick schaue ich rückwärts auf meine Vermögensbasis. Wache Nächte orientieren mich nicht um ein Haar über seinen soliden Wert. Stark, voll hochgefühlt werde ich. Strecke ich aus dem Schein des Ansehens, den der Besitz verleiht. Vorwärts in die Zukunft, meine Fänge gegen die Menschen. Und lasse sie vor der Schwere tanzen. Aus meiner Vergangenheit in Demut wuchs Wille, Menschen zu meiner Wollust auszubeuten. Seele? Fühlst dich einsam? Bang verlassen? Wäre dein Wesen mir fremder? Deine Art bedeutender? Du mir wesentlicher für das Bild der Welt? Von dir zuerst wollte ich Besonderheiten fressen, deine Dünste und Ausstrahlungen saugen. Doch bist du im zweiten Anlauf, bedenke, zu lächerlich vertraut. Gute Nacht, kleine schüchterne Rentiere. 20, 50% Dividende will ich. Meine Leute sollen Kopf stehen. Prostitution. Sie riechen nach Romantik.
Mit der Fantasie des anderen lässt sich im Leben viel anfangen, Bravo. Die Sache wird sich mit Ihnen machen lassen. Treten Sie ein, junger Mann. Von Paris über Marseille, Riviera nach Genua. Das auf Lydia erschütternden Eindruck machte. In Genua, Schatz, hatte ich Migräne. Und Florenz. Endlich Florenz! Erzähle, wie der Apotheker mir statt eines Zehntels ein Viertelgramm Kalomir gibt. Und folgen mich beinahe. Davon später. Kurz, für den Kulturmenschen heißt es Florenz sehen und sterben. La Fiorenza, Botticelli, Raphael, il Michelangelo, il Divino. Kurz, ich habe, das darf ich sagen, künstlerische Anregungen empfangen. Davon später. Ich hatte zu viel Verlerner genascht. Chianti, Taube. Bei meiner schwachen Konstitution, ihr könnt euch die Folgen denken. Mit solchen Sachen, Chianti, Calomel, muss die Reise gehöriges Geld verschlungen haben. In der Tat, doch davon später. Ich habe, das muss ich sagen, entscheidende künstlerische Anregungen empfangen. Aha. Sind die durchreisten Gegenden erschöpfend von Ihnen fotografiert worden? Nur wenig Aufnahmen wurden gemacht. In freier künstlerischer Atmosphäre war mir der Beruf zum Ekel, stand meine Sehnsucht nach Böhren. Aha. So, so. Da ist, was ich mitbringe. Wie steht es sonst mit dir? Er ist brutal. Hintergeht dich? Immer. Und in Umständen bin ich. Hast du Beweise für seinen Betrug? Er erzählt mir selbst. Maler will er werden. Und braucht es zu künstlerischer Anregung. Alles in allem war die Reise künstlerisch entscheidend für Sie, das sagten Sie dreimal. Ja. Mit was für Frauen? Allerhand. Dazu meine Migräne. Komm hinein. Sie sind, lieber Sohn, auf unsere Kosten herumgefuhrwerkt. Wir erwarteten Briefe, hofften, Ihre Fantasie würde uns zwei schöne Länder, die Sie sahen, von fern mitgenießen lassen. In der Tat. Sie haben uns nicht gefüttert. Ich war mit mir selbst und seelischen Erlebnissen zu außerordentlich beschäftigt. Aus Ihrer romantischen Veranlagung lassen sich hübsche Überraschungen hoffen. Bisher war unsere Ausbeute mager. Hoffentlich haben Sie heute einen tüchtigen Schuss auf der Pfanne. Wie meinen Sie das? Was Sie des Öfteren von künstlerischen Anregungen, inneren Erschütterungen verlauten ließen, hat sich wohl zu einer Art Entschluss verdichtet, die uns besser als Briefnotizen den inneren Menschen auf der Fahrt zeigt. Wir sind gespannt. Sie verwirren mich. Warum? Gibt es Umsturz, Entwicklung in mir? Bleibt das meine Angelegenheit? Wir sind anderer Meinung. Ja, aber... Als Sie mir neulich Nacht auf den Balkon fielen, berührte mich der Grad Ihrer Einbildungskraft. Sie war es, die ich für Sie bei Fräulein Treu in die Waagschale warf. In der Tat. Und räumte Ihnen einen günstigen Platz in dem Bild, was wir uns von der Welt machen, ein. Nun dürfen Sie nicht plötzlich auslassen. Zum Teufel, das ist Angriff auf meine Freiheit!
Wir sind, lieber Heinrich, in dieser Angelegenheit wieder so übereinstimmender Ansicht, dass es genügt, einer von uns verständigt sich mit Herrn Seitenschnur. Vollkommen. Auf Wiedersehen, Heinrich. Einen schönen guten Abend, beste Elsbeth. Zur Sache. Wir finden Ihr Leben mit hübschen Apprentis, die wir von Ihnen kennen, so anziehend, dass wir... Ein Augenmerk. Bitte. Ein Augenmerk. Ein Augenmerk auf Sie haben. Sie sind quickhurtig, finden Entschlüsse, an denen man sich freuen kann. Aber ich bin nicht zu Ihrem Vergnügen auf der Welt. Man muss älter sein als Sie, von Mensch zu Mensch, um Beziehungen im Kern erfassen zu können. Halten wir uns an äußerlich Sichtbares. Sie revoltieren. Herausgehoben aus täglichen Zwängen erkannte ich meines Lebens Notdurft. Notdurft? Nicht übel. Dann? Ich habe die Sklaverei satt, will Maler werden. Ausgezeichnet! Verblüffende Konstellation, Komplikation Ihres Schicksals. Sie haben ja keine Ahnung, junger Mann, wie diese an sich völlig unbedeutende Situation durch mich zu höchster Prägnanz erhoben wird. Zum Teufel die Spitzfindigkeit, ich will nur Ihre Meinung. Himmlisch, mein Sohn. Lassen Sie das also. Heftigster Widerspruch meinerseits. Was? Versteht sich, nicht nur aus Gründen, die Sie verstehen, weil ich Vater bin und Ihr Geschäft meine Tochter nährt. Herr, das ist... Sie sind wundervoll. Seien Sie ehrlich, nicht einmal aus Ihrer Wurmperspektive erwarten Sie Zustimmung. Nicht unbedingt, Ihre Art aber. Ablehnung ist Ablehnung. Ich pfeife darauf. Hört Sie, ich pfeife auf Ihre Meinung. Verstehen Sie? Ja, nur so ist Entwicklung möglich. Ich bin auf Weiteres gespannt. Gute Nacht. Das ist Fiesch! War doch nicht da! Was es gibt! Die Weltgeschichte kennt den Abgrund von Roheit nicht! In eine Räuberhöhle bin ich geraten! In Ketten, Fesseln, geschunden, Luft! Sagte ich zu viel? Himmel, Herrgott! Was macht man da? Mit vereinten Kräften, reinen Tisch. Hast du mich in 3 Wochen nicht vergessen? Nicht hintergangen? Keusch blieb ich wie Josef. Deine Frau ist schwanger. Denk dir. Paris. Das blonde Zimmermädchen im Hotel Artois. Mit manch anderem. Hüters wegen erfunden. Ihr von Anfang an deinetwegen keine Illusion zu lassen. Worte. Schwüre überzeugten mich nicht. Was? Matur. Vorsicht. Man sieht. Ich brenne. Aus meinem Blut soll Überzeugung in dich fahren. Süße Männerraserei. Der ich für mein irdisches Dasein unterliege. Schläft alles, erwartet dich uferlose Sehnsucht. Ich komme. Vorher berechne ich ab mit ihm. Es geht unsere Stellung im Haus. An die Wand werden wir gedrückt. Erdrosselt. Dieser zeigt deine Kralle. Dieser Oberlehrer ist ein größenwahnsinniger Schoft. Das hätte gebracht ihn außer Rand und Band. Und sind Krösos Reichtümer darin. Ich liebe weiter seine Frau. Der nachgehörte Trottel, nicht er. Ich lache ihn aus. Und werde Maler trotz ihm. Sollen solche Banausen wegen genialer Anlagen verkümmern? Vor Meisterwerken der Renaissance platzte ich wie eine reife Frucht. Aus tiefem Schacht brachen gewaltige Möglichkeiten zu Kunstwerken auf. Und ich bin deine Muse, dein Modell. Eine Löwentatze zeige ich diesen Spießbürgern. In mir schlummern kolossalische Probleme und Komplexe. Keine Diskurse, einfach ein paar markige Unumstößlichkeiten in seine Fratze. Kommt er von seinem Shop? Noch heute Abend. An der Tür. Ich bringe Lydia hinauf. Komme gleich. Der Sieger findet die von ihm berauschte, glückselige Wach. Weißt du noch, wie ich aussehe? Der Leberfleck am niedlichen Ort rasend machte mich. Himmlische Schnute. Wurfte ich ihm unter die Nase. Er soll spüren. Gehen wir hinauf, Schatz. Vor Müdigkeit bist du eingeschlafen. Meine Migräne bekommen.
Wie glücklich bin ich, im eigenen Haus zu sein. Man hat seine Ruhe, kommt Alfons spät heim. In den Hotels waren uns zwei Schlafzimmer zu teuer. Und welche Überraschung für mich. Emma, die mich kennt, Bescheid weiß in unserem Dienst, wie zart von Alfons. Nimm dich nur in Acht, pfleglich. Er hat Mühe mit mir. Nie hätte ich gedacht, ich bin so anfällig. Alfons muss gegen Tante Treu Stellung nehmen. Sie will ihn mit Vaters Hilfe in seiner Freiheit beschränken. Mutter warte stets vor ihr. Auf mich könnt ihr zählen. Im Kampf gegen sie stehe ich Schulter an Schulter mit euch. Bravo! Liebe nur meine Migräne fort. Vielleicht bekommt ihr die Ehe nicht. Das meinte der Arzt in Paris nicht. Nur soll ich Maß halten. Gute Nacht. Hoffentlich kommt Heinrich früh genug zurück. Zufällig erfahre ich, man bekommt die Mandel Eier in der Roßstraße für 95 Pfennig. Nehmen wir sie lieber weiter für 1,10 Mark von Rolfing. Sie sind besser. Findest du den Kaffee nicht geringer geworden? Nein. So? Hätten wir nichts miteinander zu besprechen? Vor 25 Jahren, Fanny, das liegt weit zurück. Vergangenheit hat wenig Wert. Sehr wahr. Nur was jeder noch zu leben hat, gilt. Richtig. Eier, Kaffee, es bleibt beim Alten keine Änderung. Solange es geht. Ein Ei ist überall mal faul. Versteht sich. Man nimmt ein anderes. Gute Nacht. Wie sich das junge Volk entwickelt. Als ich das Haustor aufschloss, war ich gefasst, sie hinter einem Pfeiler jählings aus der Kellerschlucht aufschießen zu sehen. Ich bin weniger von der Heftigkeit meiner Gesten als der eindringlichen Gewalt innerer Überzeugung zu erwarten. Sie nahmen, da sie mich sahen, 3-4 Stufen auf einmal und stellten mich zwischen Tür und Angel. Kurz, wir beginnen unsere Auseinandersetzung, wo wir sie abbrachen. Sie pfeifen auf meine Meinung? Unbedingt. Famos. Schluss. Gute Nacht. Diesen Unteroffizierston aus Ihren Klassenzimmern verbitte ich mir. Denkt um meine Ansichten, Fornrich. Sonst soll es 1000 Teufel einfahren. Zu allem Anfang sage ich, ich bin ein jähzorniger, brutaler Mensch. Haben Sie einen Revolver bei sich? Auch ohne Waffe werde ich meine Absichten geltend machen. Wie ich Ihnen schon mitteilte, ich werde Maler. Als 20-Jähriger schrieb ich geharnischte Schauspiele. Mucius Scaevola liegt im Schreibtisch. Wollen Sie hören? Ich bin nicht 20 Jahre. Sage das nicht aufgrund beliebigen Unsinns, den ich wie Sie sudelte, aber aus Offenbarungen heraus, die mir vor Werken des göttlichen Michelangelo wurden. Das gesamte Cinquecento. Seicento. 1500 so und so, wie man sagt, Seicento. Was mich deine Sache ändert. Mir sind Augen über mich aufgegangen. Sie würden mir eine Kreuzigung, ein Gastmahl des Plato zum Mindesten anbieten. Man malt keine Literatur mehr. Hält sich streng an Natur. Expressionismus. Wenn schon Natur, wüsste ich mir Besseres.
Wo hatten Sie Spargel im September her? Ich malte sie aus dem Kopf. So, Sie waren von Anfang an nicht zu essen, diese Spargel aus Farbe? Wäre das. Sie könnten sich Mittag- und Abendessen hermalen. Gebe ich die Fotografie auf, bin ich in kürzester Zeit im Stand, meine Familie zu ernähren. Bis dahin von mir keine Kopeke. Sie wollen eine Todsünde begehen, ein geniales Talent erwürgen. Haben Sie aus Ihrem Wust krauser Bildung nicht so viel echtes Wissen, die Bürdornenwege berühmter Künstler zu kennen? Sollen durch Sie wieder ein anderer leiden? Herr, ich schwöre! Sie bringen mich aus der Fassung. Herr, ich kenne dich nicht mehr! Keine Kopeke! Geld! Keine Peseta! Zuschuss! Nicht ins Zu! Die Menschen schlagen mich vor! Versuchen Sie selbst. Es geht nicht. Keine Finte? Zum Teufel, nein. Tun Sie mir aber doch etwas. Machen Sie keine Umstände. Es gilt jetzt nicht. Ich schwöre, bin schwach wie ein Kind. Wahrscheinlich die Kniescheibe zerschlagen. Das wäre ein Spaß. Sie springen schlecht. Nehmen Sie die Beine höher. Das blödsinnige Bild war am Weg. Am Ende ein komplizierter Schenkelbruch. Ich kann das Bein strecken. Wirklich? Auch biegen. Die Geschichte scheint nicht so schlimm zu sein. Anfangs dachte ich, epileptischer Anfall. Haben Sie Neigung dazu? Nein. Sie hatten Schaum auf Lippen. Wut! Immerhin kennt ihr im Affekt. Nee, dafür muss man veranlagt sein. Lassen Sie mich sitzen, es geht vorbei. Seien wir leis. Es ist Nacht. Die Frauen schlafen. Bitte? Ist das die berühmte Kassette? Richtig, das ist sie. Kalte Umschläge werde ich machen. Man hat viel von ihr gehört. Ihr Inhalt soll bedeutender sein, als man in kühnsten Träumen annahm. Was reicht denn den Traum? Immerhin. Sagen wir immerhin. Der Kniemuskel funktioniert. Eigentümlich die Intarsie auf dem Deckel. Eine andere, wuchtigere Kassette als die schwarzen Pappschachteln, mit denen ich hantiere. Sinnbild hergebrachten Bürgerwohlstands. Bürgerwohlstand. Ahnen Sie selbst nur, wie köstlich das ist? Und ob? Stammt man aus kleinen Verhältnissen? Sie auch? Vaters Tagesverdienst reichte aus, für hungrige Mäuler zu stopfen. War er krank, wusste man nicht, wovon leben. Die Kassette aber... Wie an einen Ofen lebt man. Draußen friert's, Kieselsteine. Wir sitzen in der Wolle. Sie mit ihren... Künstlerinstinkten. Hören Sie, auch Künstler können tüchtig verdienen. Ihr Atelier bringt rund 5.000 pro Jahr? Über 6.000. Gut ab. Doch ein gewaltiger Unterschied zwischen saurem Erwerb und Kapitalrenten. Da reicht kein Wort, Freund. Sie haben Besitzen. Bayerische Staatspapiere wegen der Zinsgarantie in großen Forsten. Gerade das müssen Sie mir von Grund auf auseinandersetzen. Mir ging es immer wieder durch den Kopf, rückte mir mein Vaterland nahe. Wer hätte das von Bayern gedacht? Wie sie so etwas packt. Fabelhaft. Vor Auslagen der Bankiers, verstehen Sie? Nicht 12 Jahre war ich. Augen, sage ich Ihnen. Wie tickt das? Junge, sagte meine Mutter, Gold ist nichts. Papiere gelten. Und da las ich. Reichsanleihe. Eisenbahnprioritätsobligation. Mir ging eine Welle im Rücken. Wie sonst nur vor Raubtierkäfigen von Schauern war ich förmlich geschüttelt. Schließen Sie auf. Gott, lieber Schwiegervater, Sie wollen das in der Tat? Na, Junge. Ja, ja. Im Auge? Meine armselige Jugend! Vater!
Jungchen, hey! Wie der Geist sich weitet, Welt Form bekommt, hey, hey, hey. Zum Arme breitet, in die Luft zu bellen! Hey! Recht hast du, tausendmal recht, tausendmal! Basta! Basta! Gestattest du, bin ich so frei, dir beim Niederlegen Gesellschaft zu leisten? Du erklärst, vertiefst meine Einsicht in diese Dinge. Mit Bewunderung sag ich, du hast die Stracks in die Materie versenkt. Ich habe, das darf ich sagen, ins Wesentliche einzudringen Anläufe unternommen. Doch liegt noch manch tiefer Graben vom Ziel. Mit deiner Güte vorbereitet werde ich zu dienen imstande sein. Bitte. Nach Ihnen, versteht sich. Wie könnte ich mir erlauben? Lass das in unser fernes Ermessen gestellt sein. Die Entschließungen werden alsbald bekannt gegeben. Indes ergebensten Dank und noch einmal nichts von meinem ganzen Gehabe für Unmut. Basta! Basta! Sunt puri, puri. Unbegrenzte Möglichkeiten. Herrgott im Himmel.
gehört,